Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Bündnis 90 die Grünen für ein Gesetz zur Verschiebung der Personalratswahlen. Wer bringt das ein? Das bringt Christian Heinz ein. Bitte schön, der Kollege Christian Heinz bringt das Gesetz ein. Bitte schön, Kollege Heinz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank. In aller Kürze für die Koalitionsfraktionen bringe ich den Gesetzentwurf zur Verschiebung der Personalratswahlen ein. Das Problem stellt sich wie folgt dar. Die Amtszeit der bislang gewählten Personalräte läuft am 31. Mai dieses Jahres ab. Nach allem, was wir heute wissen, wird es nicht möglich sein, ordnungsgemäß neue Personalrate zu wählen. Wir wollen aber auch keine personalratslose Zeit in unseren Behörden im Land haben, selbstverständlich. Daher soll durch dieses Gesetz die Amtszeit der bisher gewählten Personalrate um maximal ein Jahr verlängert werden. Die Regierung wird auch ermächtigt, dann früher eine geordnete Neuwahl anzusetzen. Und maximal bis zum 31. Mai 2021 können die jetzt gewählten Personalräte im Amt bleiben, damit unsere Beschäftigten eine ordnungsgemäße und gewählte Vertretung haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Heinz. Das Gesetz ist damit eingebracht. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Ich stelle jetzt hier wieder die üblichen Fragen. § 14.1 gibt uns die Möglichkeit, am Schluss der ersten Lesung den Gesetzentwurf ohne Ausschussüberweisung anzunehmen. Wird der Antrag nach § 14 gestellt? Der Antrag wird gestellt. Vielen Dank, Jürgen Frömmrich, für den Antrag. Dann lasse ich nun über den Gesetzentwurf mit der Drucksache 20-2566 in erster Lesung abstimmen. Wer ist dafür? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf in erster Lesung angenommen. Ausschussüberweisung. Der Antrag auf Ausschussüberweisung ist nicht gestellt worden. Und auch hier gilt, wir können nach § 14 unserer Geschäftsordnung, wenn das beantragt wird, von den entsprechenden Personen mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschließen, in die zweite Lesung einzutreten. Wird der Antrag gestellt? Der Antrag wird gestellt. Jürgen Frömmrich stellt ihn für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Ich stelle fest, dass er gestellt worden ist. Auch darüber lasse ich abstimmen. Wer ist dafür, dass nach Abschluss der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung eingetreten wird? Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Damit haben wir das so einstimmig beschlossen. Wir können unmittelbar in die zweite Lesung eintreten. Hier haben wir vereinbart, dass es keine Aussprache gibt. Wir können deswegen direkt über den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abstimmen. Wer ist für den Gesetzentwurf? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Lesung angenommen und das Gesetz zur Verschiebung der Personalratswahlen 2020 zum Gesetz erhoben. Herzlichen Dank.